Schön für diesen wunderbaren Morgen. Danke, Vater, dass wir starten dürfen, Herr, diesen neuen Tag mit dir zu leben, Herr. Danke, Vater, dass du so viel auf deinem Herzen hast heute Morgen, Herr. Und ich bete, Herr, dass wir, ja, dass niemand hier herausgeht, niemand in den Tag startet, ohne ja, ein Bewusstsein deiner Gegenwart zu haben, ohne dass wir ein Wort von dir gehört haben, Herr, der Richtungsweisung, der Gnade, der Erfrischung, der Kraft, Herr. Ich bete, Vater, Herr, dass dein Wort heute so mächtig sprechen möchte, Herr, und dass du uns ja ganz neue Horizonte aufreißt, ganz neu einen Blick schenkst auf dich und dass wir anfangen, mit deinen Augen zu sehen, Herr. Amen. Jo, wir haben ja ziemlich viele Psalmen, 150, und von etwa der Hälfte sagt man, dass sie von David sind. Und David ist so für uns in vielerlei Hinsicht ein Beispiel, ein Vorbild, wie wir Gott begegnen können. Und heute Morgen ist Psalm 36, das, wo wir ein bisschen reinschauen wollen. Und die Frage ist, die wir in David, glaube ich, teilweise beantwortet bekommen, ist: Wie kann ich in den ganzen Höhen und Tiefen in meinem Leben, wie kann ich eine Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes bekommen? Nicht nur in den Tiefen, nicht nur in den Höhen, sondern in den Höhen und Tiefen. Und wie kann ich ein tiefes Verständnis von Gottes Wesen und Gottes Charakter bekommen? Und da leitet uns David wunderbar an. Darfst du mit mir aufschlagen? Psalm 36. Und dieser Psalm ist seit vielen, vielen Jahren kostbar, aufgrund von einem Vers, zu dem wir gleich kommen. Und ich starte gleich rein im ersten bzw. zweiten Vers. Zweiter Vers: Ein Urteil über die Abtrünnigkeit Gottes kommt aus der Tiefe meines Herzens. Die Gottesfurcht gilt nichts vor seinen Augen. David startet diesen Psalm ein bisschen strange. Er fängt nicht an mit Gott, ich danke dir oder Gott, ich lobe dich, sondern David, auch in den nächsten fünf Versen, beschreibt er ziemlich genau, was für ein Ekel und Hass er auf sündiges Leben hat. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das finden wir jetzt in anderen Psalmen nicht so, die so ein bisschen locker, flockig daherkommen. Dieser Psalm, der startet irgendwie ziemlich strange. Dass er sagt, oh Mann, ich hasse diese Abtrünnigkeit des sündigen Herzens. Und das ist, finde ich, etwas sehr, sehr Interessantes, was er auch in anderen Psalmen, zum Beispiel 119, sagt, von deinen Befehlen werde ich verständig. Darum hasse ich jeden Pfad der Lüge. Ein paar Verse später, ich hasse die Lüge und verabscheue sie. Dein Gesetz aber habe ich lieb. Also wir sehen, dieser Hass auf Lüge und auf Sünde ist nicht eine Reaktion von Angst vor einem strafenden Gott, sondern ist vielmehr eine Frucht dieser reinen, radikalen Liebe Gottes. Und das ist etwas, was, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig ist für eine gesunde Liebe, die Gott in mir bewirken möchte, ist nicht nur diese Gnade und Barmherzigkeit, sondern auch diese radikale Trennung und ein Hass auf Sünde. Ein Hass, ein Ekel, eine Abneigung gegen all das, was mir diese klare Sicht auf Gottes Heiligkeit nehmen möchte. Und ich glaube, David ist so leidenschaftlich und so hart und so hasserfüllt gegen Sünde, weil er erkennt, dass Lüge und Sünde ist das, was ist das Gift, was meine neue Schöpfung in mir langsam töten möchte. Und David ist weit entfernt davon, dass er einfach nur sagt, ja, Sünde ist nicht so gut. Sondern er sagt, ich hasse es. Weil er verstanden hat, wie sehr Sünde dieses neue göttliche Leben in mir wieder töten möchte und töten kann. Und das ist schockierend. Und manchmal haben wir so das Verständnis, dass die Gnade verwischt so ein bisschen die Grenzen von Gut und Böse. Dass wir uns ein bisschen besser fühlen. Dass wir irgendwie das Böse in uns nicht so stark sehen und nicht schockiert sind und irgendwie in Selbstanklage fallen. Und dann wird das ein bisschen verwischt. Aber Gnade ist was völlig anderes. Gnade, die Liebe Gottes, hat so einen Hass auf Sünde. Nicht, weil es strafen möchte, sondern weil es ja, kostbar hält, das, was Gott in uns tut. Und Paulus sagt, das ist ein bisschen netter, ein bisschen schöneren Worten. In 2. Thessaloniker 2,10 sagt er, dass manche von uns die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen. Das ist so ein bisschen das Gegenstück oder die andere Seite. Die Liebe zur Wahrheit oder den Hass auf Sünde,
der enorm, enorm wichtig ist. Und das ist ein Feuer des Heiligen Geistes, wo ich ein Feuer und eine Sehnsucht habe, mich ganz hinzugeben, nicht weil ich einen Segen erbete von Gott, dass er mich segnet, sondern weil ich diese Liebe in meinem Herzen, dieser Liebe Raum gebe, die dann diesen Hass auf Sünde bewirkt, weil es begreift, dass die Sünde mich trennt von Gott. Und dieses Feuer des Heiligen Geistes bewirkt eine Reinheit in meinem Herzen, weil ich eine Ehrfurcht vor Gott bekomme. Und es bewirkt auch eine Sehnsucht nach Heiligkeit, weil ich verstehe, diese Heiligkeit, wie es in Jesus dargestellt ist, das ist mein Maßstab und das ist meine Berufung. Und da lasse ich auch nicht davon ab. Und wenn David so spricht darüber, wie sehr es ihn ekelt und wie sehr er Sünde hasst, dann ist das nicht gemeint, dass er quasi ärgerlich auf Leute ist, die gegen ihn etwas Schlechtes getan haben. Dass er sagt, dass er verletzt ist, warum haben die das gemacht? Sondern er ist nicht verletzt, er ist nicht, fühlt sich nicht abgelehnt, sondern es ist das, der Hass auf dieses Prinzip der Sünde, was mein göttliches Leben rauben möchte. Und wir sehen ein bisschen später bei Jesus, dass Jesus immer den Fokus auf mein Herz, auf meine Gedanken, auf meine Motive legt. Also das Hauptproblem von uns ist nicht unbedingt diese äußerliche Sünde, sondern ist die innere Neigung zur Sünde. Ist nicht das Äußerliche, was ich tue nur, was natürlich auch schlechte Konsequenzen hat, aber besonders in erster Linie und wo wir ansetzen, wo Gottes Wort eintreffen will, ist meine Neigung und meine Bereitschaft und meine Liebe zur Sünde. Und dagegen geht David sehr, sehr radikal. Und dann fange ich nicht an zu beten, wenn ich auf meinem Arbeitsplatz oder online irgendwie merke, dass ich zum anderen Geschlecht irgendwie zu starke Gefühle habe und irgendwie zu lange, zu intensive Gespräche habe. Dann fange ich nicht erst an zu beten, wenn ich irgendwie merke, dass ich falsche Bilder und falsche Videos gucke. Dann fange ich an zu beten, wenn ich meine Partnerin nicht liebe und ehre, wie Christus die Gemeinde liebt. Also warum um Verwandlung bitten, wenn ich schon 5 Kilometer die Straße runtergelaufen bin? Warum nicht beim Maßstab Gottes bleiben, dass ich meinen Partner mit der Liebe und Ehre Gottes ehre und liebe? Und dann, wenn wir manchmal auf dem Arbeitsplatz, haben wir ja verschiedenste, interessanteste Persönlichkeiten. So. Manche Leute, die völlig quer gehen die ganze Zeit, die arrogant sind, die selbstherrlich sind, die immer nur Streit suchen, immer nur kritisieren und von allen nicht gemocht werden. Ich weiß nicht, ob du in deinem Arbeitsplatz da solche Leute hast. Und wo Leute sehr, sehr schnell dabei sind, über ihre Fehler zu reden. Und schreit, widerstehe ich meinem Gesprächspartner, erst wenn er die 5. Schwäche von deinem Kollegen beschrieben hat und irgendwann anfängt, ihn vielleicht zu beleidigen oder mit Schimpfworten zu reden? Oder widerstehe ich in meinem Herzen dem nach dem ersten Wort? Weil ich merke, das geht gegen die Ehre von diesen Menschen, unabhängig wie er lebt. Aber manchmal erlauben wir so viel Sünde in meinem Herzen, nicht unbedingt, dass ich sie selbst aktiv tue, aber ich habe kein Hass auf Sünde und deshalb toleriere ich so viel Lieblosigkeit. Deshalb toleriere ich, dass ich im Internet, in sozialen Netzwerken oder bei Serien auf Netflix unterwegs bin und ich habe keinen Hass gegen Untreue. Und ich kann mir einen Film eine Stunde anschauen, wo es fast nur darum geht, dass man sich ja so verliebt fühlt, aber eigentlich ist man gerade untreu. Und ist die Frage, kann ich das genießen? Kann ich das nur als Unterhaltung meinem Herzen antun? Oder hat mein Herz eine Reaktion, die daher kommt, dass ich die Gegenwart Gottes kenne? Hat mein Herz diese Reaktion des Hasses, des Ekels auf untreue Beziehungen? Dass ich nicht 2 Kilometer, 5 Kilometer die Straße selbst runtergehen muss, sondern merke, dieser Gedanke, der in mir hochkommt gerade, oder dieses Bild, was ich sehe, ist völlig eklig und ich habe einen Hass darauf. Ich habe nicht einen Hass auf den Menschen, aber ich habe einen Hass auf das, was es in uns bewirkt. Und das finde ich so kostbar bei David, was ich glaube, was sehr, sehr stark Teil des Evangeliums ist, einen Hass auf Sünde zu haben. Und wir merken dann in Vers 6, nachdem David seinen Hass wirklich so beschrieben hat, wie eklig er das findet, was Sünde in unserem Leben anrichtet, kommt er dann in Vers 6 radikal zu einem anderen Thema.
Und ich denke mir so, dass er merkt so, okay, jetzt haben wir echt genug geredet über Sünde, über das ganze Schlechte. Lasst uns wieder zurückkommen zur Gnade Gottes. Und dann sagt er in Vers 6, Herr, deine Gnade reicht bis zum Himmel. Deine Treue bis zu den Wolken. Und wir merken, einen Hass auf Sünde zu haben, ist nicht Ausdruck von einem negativen Lebensgefühl, sondern es ist vielmehr eine Frucht, dass ich eine radikale Liebe Gottes in meinem Herzen habe. Und dann sagt er, dass die Gnade Gottes ist das, worin er lebt. Und ich stelle mir das so vor, dass David irgendwie so um sich guckt so, und er kann nur Gnade Gottes sehen. Wenn er an seine Vergangenheit schaut, dann wundert er sich, wie gnädig Gott war. Wenn er in seine Zukunft guckt, dann denkt er, wow, ich bin sicher in Gottes Bund. Gott ist so gnädig. Und jetzt im Moment, wohin ich auch gehe, wohin ich auch gucke, was ich auch denke, ich weiß, Gott ist gnädig. Gott liebt mich. Und das ist so kostbar. Und ich stelle mir das so vor, in Davids kleiner Welt ist so die ganze Erdatmosphäre, überall, wo er irgendwie sich bewegen könnte, ist gefüllt mit der Gnade Gottes. Das ist, was sein Denken, sein Herz erfüllt. Und im nächsten Vers, was so ja, ein sehr kostbarer Vers für mich ist, Vers 7, deine Gerechtigkeit ist wie die Berge Gottes. Du siehst hinter mir ein Bild von einem Alpenzug, von Bergen. Und ich war schon manchmal in den Bergen, beim Snowboarden, beim Wandern. Und wir sind mit dem Auto durch die Berge ein bisschen gefahren. Und ich habe die Berge neben mir aus dem Fenster gesehen und dachte mir, an diesen Vers musste ich denken. Dachte mir, wow, die Gerechtigkeit Gottes ist wie dieser Berg, den du nicht verschieben kannst. Wo nicht ein bisschen Klimawandel plötzlich den Berg verschiebt oder zum Einbruch bringt. Die Gerechtigkeit Gottes ist wie ein Berg, den du nicht verschieben kannst. Und wenn du öfters wandern gehst, vielleicht oftmals den gleichen Berg hochgehst und dir es irgendwann nach dem fünften Mal vorkommt, ist der Berg größer geworden? Ich fühle mich schon so schlapp nach der Hälfte. Dann liegt das nicht daran, dass der Berg größer geworden ist, sondern vielleicht eher an meinem Alter und dass ich ein bisschen mehr Sport machen sollte. Aber der Berg ist und steht für etwas, was so massiv ist, was ich nicht bewegen kann. Und das ist nicht nur die Gnade Gottes, sondern die Gerechtigkeit Gottes für dich. Und das Neue Testament sagt so viel über die Gerechtigkeit Gottes. Nicht nur, dass die Gerechtigkeit Gottes Ausdruck seiner Heiligkeit ist und von mir verlangt, dass ich heilig und gerecht lebe, sondern im Neuen Testament mit sehr, sehr großem Schwerpunkt darauf, dass diese Gerechtigkeit mir geschenkt wurde. Und ich lese jetzt momentan fast jeden Morgen so eine kleine Auflistung von Bibelversen, die ich mir selbst zusammengestellt habe. Und das möchte ich mit dir mal ganz kurz vorlesen. Das sind 10 Bibelverse, so ein bisschen verdichtet. Und ich bete jeden Morgen, danke Vater, dass ich durch den Tod Jesu heilig, tadellos und unverklagbar bin vor deinem Angesicht. Ich danke dir, Vater, dass ich durch das Blut Jesu vollkommen rein geworden bin und von jedem schlechten Gewissen befreit wurde. Ich danke dir, Vater, dass ich aus Glauben gerechtfertigt bin und durch Jesus Christus Frieden habe mit dir. Ich danke dir, Vater, dass ich durch Jesus Christus mit dir versöhnt bin und du mir keine Sünde mehr anrechnest, weil ich in Jesus zur Gerechtigkeit geworden bin. Ich danke dir, Vater, dass ich tot bin für die Sünde und völlig frei bin von der Macht der Sünde, weil ich kein Sklave der Sünde mehr bin. Das sind alles Bibelverse, die ich ein bisschen verdichtet habe, aber die wortwörtlich so in der Bibel stehen. Und ich dachte mir so, manchmal sind wir auf unserem Weg mit Jesus wie so ein Berg hoch. Und manchmal setzen wir uns ein bisschen hin, aber der Weg mit Jesus ist keine Bank, wo ich mich hinsetze, sondern es ist ja ein Weg, den ich gehen möchte. Und ich habe ein Ziel, ich möchte zum Gipfel. Der scheint mir vielleicht jetzt noch unerreichbar und ziemlich weit weg. Aber es ist die Frage, verliere ich mein Ziel aus den Augen? Verliere ich aus den Augen, dass Jesus mich verwandeln will, damit ich ihm ähnlich werde? Und dann mag es sein, dass es mal dunkel wird. Mag es sein, dass da mal Wolken vor die Sonne kommen. Aber der Berg verändert sich nicht. Der Berg, auf den ich steige, ist die Gerechtigkeit Gottes. Ist die Art und Weise, wie Gott mich sieht. Und manchmal denke ich mir, setzen wir uns nicht nur hin, sondern wir fallen. Ja, und was mache ich, wenn ich falle? Wenn ich das Ziel habe, den Berg hochzugehen und ich falle, was mache ich? Ja, ich stehe auf, schaue auf den nächsten Wegweiser und gehe weiter. Auch wenn ich momentan die Verwirrung in meinem Herzen nicht verstehe und dass ich sage, Gott, wie kannst du das über mich sagen, dass ich heilig und tadellos in deinen Augen bin? Wie kann das sein, dass ich
die Gerechtigkeit Gottes bin, obwohl ich so viel Sünde noch in meinem Leben habe. Und manchmal, das ist so ein bisschen krass, das zu sagen, aber das ist eine selbstzentrierte Verblendung. Und die Frage, wie kann Gott mich als gerecht sehen, obwohl ich noch öfter sündige, ist keine produktive Frage. Sie führt mich nicht dahin, dass ich aufstehe und weitergehe Richtung Gipfel. Oder? Jeder Grund, der in meinem Herzen hochkommt, der mich entmutigt, aufzustehen und wieder diesen Gipfel zu besteigen, ist eine Lüge. Und wie wäre es, wenn wir weniger unseren eigenen Gefühlen, unserer eigenen Fähigkeit, mein Herz zu analysieren, wie sündig das noch ist oder nicht ist, vertrauen und vielmehr dem Wort Gottes. Und es hilft nicht, wenn ich merke, jeden Tag auf dem Arbeitsplatz oder in der Familie, ich habe noch so viel Lieblosigkeit in meinem Herzen, meiner Familie gegenüber, meiner Partnerin gegenüber, meinen Kindern gegenüber, meinen Arbeitskollegen gegenüber. Es hilft nicht, wenn ich mich darin versinke, wie ich es nicht schaffe. Und warum nicht diese Perspektive vom Evangelium übernehmen, dass ich sage, ich weiß nicht, was in meinem Herzen noch alles ist. Ich bete mal wieder, Heiliger Geist, zeig es mir und bring die Dinge hoch, damit du es rausnehmen kannst. Aber meine Perspektive ist Richtung Gipfel. Meine Perspektive ist unabhängig, was passiert, wie ich mich fühle, ist der Gipfel. Und auch wenn es mal dunkel wird, auch wenn ich falle, stehe ich auf und weiß, Gottes Gerechtigkeit wird morgen noch da sein. Und manchmal ist das ein Hochmut, den wir haben, wo wir denken, wie kann Gott mich gerecht sprechen, wenn ich noch öfter sündige, als wenn meine Sünde Gott überraschen würde. Diese Verse durch Paulus, durch Jesus, sind nicht geschrieben, vor drei Jahren. Sie sind geschrieben, nachdem Gott schon ein paar Jahrhunderte das Herz des Menschen kennengelernt hatte. Und du wirst ihn mit deiner Sünde nicht überraschen. Also lass uns aufhören, da so tief hineinzugehen. Warum kann ich noch immer sündigen? Warum fühle ich die Gerechtigkeit Gottes nicht? Sondern lass uns aufstehen und sagen, danke Jesus, ich kann nicht verändern, was ich getan habe. Ich kann nicht verändern, was in meinem Herzen so tief drin ist, unbedingt sofort. Aber was ich machen kann, ich kann eine Perspektive jetzt auf das Ziel wieder richten. Und das ist, was Paulus uns so sehr ermutigt und erinnert. Ja, was es in mir bewirkt ist, dass ich mir bewusst bin, die Tür für die Gegenwart Gottes ist sehr, sehr weit offen. Und mir gibt das so eine Freude, Gott zu suchen, weil ich weiß, Gott klagt mich nicht an. Ich weiß, ich bin nicht perfekt. Ich weiß, ich sündige noch manchmal. Ich hoffe, es wird immer weniger. Ich hoffe, ich liebe meine Mitmenschen immer mit mehr reiner Liebe. Aber ich bin jetzt noch nicht perfekt. Aber was ich jetzt machen kann, ist, ich habe meinen Fokus auf das, was Gottes Wort über mir ausspricht. Und ich höre diesen Ruf in die Gemeinschaft. Ich höre diesen Ruf vom Heiligen Geist, dass ich das, was mich trennt von Gott, sehr, sehr intensiv hassen sollte und merke in dieser Welt, das ist nicht der Bereich, wo ich mich so viel wohlfühle. Aber es ist etwas, wofür Gott mir die Augen öffnet, wie sehr ich es lieben sollte. Und ich will dich einladen heute Morgen, dass du mit freiem Herzen und sehr, sehr mutig, wie Hebräerbrief sagt, in die Gegenwart Gottes kommst. Lass dich nicht trennen von Anklage, lass dich nicht trennen von irgendeiner Lüge, die dir den Blick auf den Gipfel nehmen möchte. Vater, wir danken dir sehr herzlich für diesen wunderbaren Morgen. Danken dir, Herr, ja, dass dein Wort uns erfrischt. Ich danke dir, Vater, Herr, dass du dich verpflichtet hast, Herr, mir zu vergeben, Herr, indem du Jesus Christus, ja, ans Kreuz gehängt hast, um meine Schuld und meine Sünde zu bezahlen, Herr. Ich danke dir, Vater, und ich bete, Herr, dass du uns so einen klaren Blick auf deine Gnade, auf deine Heiligkeit schenkst, Herr, und wir befreit werden, gerne und mit Sehnsucht zu dir, zum Vater zu kommen, Herr, und zu erleben, wie du uns verwandelst, Herr. Amen. Danke.